Wir sind hier in Donaueschingen. Gestern sind wir hier angekommen. Ja, wir sind in der Früh nach einem sehr schönen Sonnenaufgang, den ich aufgenommen habe, von Kelkheim gestartet und sind nach Süden gefahren. Und bei Willingen, Schwenningen sind wir dann in einen Gewitterregen-Hagelschauer geraten. Da haben die Hagelkörner ordentlich gegen die Windschutzscheibe und aufs Auto geprasselt und jede Menge Wasser auf der Autobahn. Das war durchaus beängstigend. Ja, ich muss auch sagen, es war ein bisschen unangenehm, dort zu fahren. Da eine Motorradfahrer, ja, den kann man bedauern, aber er ist halt weitergefahren. Ja, es ist weiter nichts passiert und als wir hier in Donaueschingen angekommen sind, war das Gewitter auch vorbei. Und wir sind dann an den Donauursprung gegangen, das heißt also an den Zusammenfluss von Brigach und Breg. Brigach, Breg zur Donau. An dieser Stelle ist der Nullpunkt der Donau. Das muss man unterscheiden von der Donauquelle, ja? Das ist nicht das Identische. Richtig. Donauquelle waren wir heute Mittag. Die historische Donauquelle, die schon seit der Römerzeit so bezeichnet wird, direkt neben dem Fürstenberger Schloss. Insofern geht es jetzt weiter nach Immendingen. Ich denke mal, wir werden uns heute am späten Nachmittag noch ins Auto reinwerfen und dann abfahren. Ja, bis dann. Wir sind jetzt hier in Geisingen am Donau-Altarm. Was steht denn da? Lieblingsplatz. Lieblingsplatz. Auch im Regen? Ja, vielleicht nicht so. Wenn es überdacht wäre. Alles klar.